willkommen zu einer neuen unfassbar geilen Folge von Ach da, jodel mir noch einen 5 Wochen. Wer ist denn Wochen. Da? Um Gottes Willen, Alter, was ist hier los? Nicht auf den Hund setzen. Ich war im Urlaub, wir haben Spielfilm gemacht, bla 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 bla. Aber apropos Spielfilm, okay, da reden wir gleich drüber. Jetzt erstmal würde ich sagen, gucken wir uns neue Jodel an. Der Marc hat uns einmal wieder ein bisschen ein paar Jodel geschickt. Der Marc war ja schon ein paar Mal gefeatured in den Jodel-Folgen. Wir, unser Kameramann? Ja. In Mannheim sind wir heute. Mannheim, cool! Mannheim, geil, ja, okay, 3, 2, 1, go. Ich freue mich voll. Ich habe wieder was Neues von Soundcore bekommen. Also wer es nicht weiß, ich bin mega der Soundcore-Fanboy, weil man bekommt einfach so viel Qualität für eben nicht so einen extrem übertriebenen Preis. Und dieses Mal habe ich eben die Space A40 für euch. Heutzutage ist man ja ständig mit Lärm umgeben und deswegen sind ruhige Momente einfach purer Luxus geworden. Und genau da setzt Soundcore an mit den Space A40. Das sind super leichte Wireless-Kopfhörer, die Umgebungsgeräusche dank automatischem, intelligenten Noise-Canceling bis zu 98% reduzieren können. Und in der Verpackung ist alles mitgeliefert, was man braucht. Ein Ladecase, ein Ladekabel. Und natürlich auch verschiedene Aufsätze, dass es in jedem Ohr gut sitzt. Die Akkulaufzeit von dem Ladecase beträgt 50 Stunden, also über 2 Tage, was schon wirklich ordentlich ist. Die Kopfhörer selbst halten 10 Stunden, wobei 10 Minuten Laden gleich 4 Stunden Hörzeit ergibt. Der Sound der Kopfhörer ist dabei extrem detailreich, weil zum allerersten Mal eine Doppelschichtmembrane benutzt wurde. Also klingt von Haus aus schon sehr gut, aber trotzdem empfehle ich in der App sogar nochmal den Sound nochmal anzupassen, um wirklich alles rauszuholen. In den Kopfhörern sind 6 Mikros eingebaut, also man kann damit natürlich auch telefonieren. Und man kann die Kopfhörer sogar mit 2 Geräten gleichzeitig verbinden und mühelos hin und her schalten. Dass sowas geht, wusste ich auch noch nicht. Und all das bekommt man halt eben für 99,99 und ich finde, das ist wieder einfach so ein saustarkes Preis-Leistungs-Verhältnis. Also falls du neue Kopfhörer für unterwegs oder eben auch zu Hause brauchst, die Space A40 von Soundcore sind meine Empfehlung für dich. Link ist in der Videobeschreibung. Ich bin zumindest sehr froh, die zu haben. Aber gut, jetzt machen wir weiter, oder? 3, 2, 1. Du hast gar kein Sale gemacht, oder? Doch, ein bisschen. Ich hab's so gemacht. Ein Ehrenloser. Nein, ich bin auch voll im Modus ein hier. Ein Ehrenloser. Nur weil ich in der Monatpause war. Währenddessen. Er, Doggy. Sie. Nein, falsch. Er, Doggy. Ich. Okay. Er. Geil. Dann kann ich deinen Gött statt deiner Judennase sehen. Was ist ein Gött? Was ist eine Judennase? So eine große Hakennase, glaube ich. Wenn die Nase zu groß ist, was ist das? Also es ist rassistisch, Freunde. Bitte sagt nicht Judennase. Sagt lieber Rübennase. 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 Nee, so wie das Leben des Brian. Aber ist es nicht antisemitisch? Nee, Rübennase nicht, Judennase schon. Okay. Du hast aber auch einen ganz schönen Erker im Gesicht. Original, Jodler schreibt hier weiter und schreibt, hab direkt abgebrochen, seine Klamotten aus dem Fenster geworfen und ihn nackt vor die Tür gesetzt. Sowas Asoziales ist mir bis dahin noch nicht untergekommen. Alter. Geht schon wieder direkt so los. Die Frage ist die Reaktion angemessen, aber ich hab wenig Mitleid, sag ich mal so. Was ist ein Göt? Ich möchte jetzt das googeln. Göt ist ein Hintern. Ja? Wow. Okay, dankeschön, dass du es gleich okay. sagst. Ja, nee. Göt. Gib Göt. Göt dahinter. Würde meine Peitsche rausholen, die ich offensichtlich besitze, ihn definitiv aus dem Haus prügeln. Wer hat mich gesagt, halt der Schnauze. Er hat eine Peitsche genommen. Und hat ihm in die Fresse gehauen. Das hat der gemacht. Thomas, du brauchst doch nicht so tun, als hättest du nicht schon aufzuspüren, wirklich. Die Peitsche? Meine Ex hatte vor meiner Zeit ihren Bruder öfter oral befriedigt. Es geht schon wieder los. Fand das immer seltsam, aber auch hot. Seine Ex hat auch den Bruder. Ich sitze jetzt seit 3 Jahren hier und muss mir diesen Schwachsinn immer anhören. Hatte vor meiner Zeit, also quasi bevor sie zusammen waren, ihren Bruder öfter oral befriedigt. Ich geh den Reiz. Wir gehen in die Kommentare und stellen fest, Nummer 3 schreibt, safe ging da auch mehr. Und Original Jodel antwortet, kann sein. Alter, nein. Es geht schon wieder los, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Ey, als ob deine Schwester dir einen bläst. Nein. So. War doch gar nicht gemeint, oder? Doch. Doch. Was denn sonst? Ja, doch. Sie hat ihren Bruder. Ja. Nein, warum da? Oh Gott. Nee, das geht gar nicht klar. Dem Thomas, dem muss man das zweimal erklären. Das hat den Bruder von dem Typen, dessen Ex halt. Nein, das wäre nicht gut. Ja, Marky Mark hat sogar dazu geschrieben, Sweet Home Alabama. Also jeder hat ihn ja verstanden, nur du nicht. Ja. Ist ja okay. Wart ihr auch dumm? Schreibt die Kommentare. Ich hoffe, ich habe ein paar mal im Team. Ich kooperiere nicht ohne mein... Wir waren im Wald spazieren. Ja. Bei ein paar großen Steinen machten wir eine Pause. Ich wollte eine Unterhaltung mit ihm starten, woraufhin er nur meinte, wenn ich die Klappe schon nicht halten kann, soll ich ihm wenigstens einen blasen. Ich hab dir schon gesagt, die Menschheit ist dumm. Ja, die ist Menschheit doch Quatsch, ist dumm geworden. Wer ist Schande über mich, ich habe es getan, als Helden raus. Nein! Ja,
Jetzt kann glaub, das jetzt, nicht jetzt bin ich beide, Karina. Jetzt bin ich beide. Wir sind doch gerade. Jetzt bin ich beide. Die Welt ist echt im Arsch, Alter. Wir sind so im Arsch. Die Aktion ist kacke und dann noch durchzuziehen ist noch beschissen. Ja, das hat ihn ja natürlich einem noch in so einen Haken gegeben. Das heißt, ich kann das mit Frauen tun. Er macht es immer wieder in Zukunft. Ja. Hat es ihm beigebracht, ja. Gut. Wechseln wir mal zwischendrin das Thema und kommen auf die Spielfilmpremiere zu sprechen. Hey. In 2 Wochen. Oh, ja. Nee, aber auf jeden Fall ist die, wir haben es endlich geschafft und jetzt ist der, kommt der Film bald, Freunde, in die deutschen Kinos. Nein, Quatsch. Die deutschen Kinos. In 6 deutsche Kinos. In Berlin, in Fürth, in Stuttgart, in Köln, in München. Köln ist auch schon fertig? Ja. Und Hamburg. Nice. Ich kann keiner mehr sagen, warum bist du nicht bei mir? Weil ich bin überall, Mann. Immer nur Süddeutschland. Warum nicht Wien? Ja, Wien ist teuer, Jungs. Echt so, gell? Wien ist echt, Wien war gigantisch, die wollten 6.000 Euro haben. Hallo David. Weder er noch ich waren das Horror-Date, sondern irgendein Fremder, der sich neben uns einen runterholte, während wir im Park rumgemacht haben. Wir haben es erst durch eine gewisse Geräuschkulisse mitbekommen. Also ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Ich will... Da kommt sie wieder, die Karina, und direkt kommt die ganze Zeit so. Vor allem, warum suchen die auch immer so komische Jodel raus? Das ist doch lustig. Ich weiß, das ist schon nicht mehr lustig. Das ist schon nur noch geisteskrank. Ich bin voll bei euch dabei. Ich war das Horror-Date. Wir hatten unser drittes Date und waren bei mir. Ich habe einen Zettel auf dem Tisch vergessen und den hat er gesehen. Ich habe auf dem Zettel geübt, wie ich mit seinem Nachnamen unterschreiben würde. Er hat so getan, als hätte er es nicht gesehen, hatte aber 100%. Danach war die Stimmung ganz komisch und er ist schnell gegangen. Seit gestern kam auch nichts mehr von ihm. Warum hat sie das geübt? Ja, heiraten, meine Fresse. Ja. Heiraten? Ja, die fanden halt ganz toll. Wieso? Mädels machen das. Ja. Weil sie ja von dem Nachnamen schon geträumt hat. Natürlich. Da habe ich so einen Tweet gelesen, eigentlich voll schlau, so eine Schwester zu heiraten, weil da muss man den Nachnamen ja gar nicht mehr wechseln. Da hatte ich gestern das Thema irgendwo. Was würdest du, wenn du jetzt das dritte Date hättest? Au! Ja? Au, Emma, au! Au! Bäh! Hallo. Mach ich doch gar nicht. Wenn du jetzt das dritte Date hättest, dann würdest du sehen, dass die da einfach die Zettel auf dem Tisch liegen. Ja, ich würde da auch schnell weg, ganz ehrlich. Also zumindest vielleicht würde ich es ansprechen. Was ist denn das? Ich wäre halt irgendwie so. Ich würde es ansprechen. Ich finde auch diesen komischen Zwang, der da immer ist, dass man irgendwie schon so nach ganz kurzer Zeit muss man klären, was ist das und so weiter. Ich bin so, meine Fresse, ich kenne dich doch gar nicht. So, gut, ich wollte dich einfach erstmal daten und dann irgendwann mal gucken, so, aber... So aktiv 12 Stunden kennt man sich und was ist zwischen uns? Genau, okay. Eben. So, keine Ahnung, Mann, ich kenne dich seit 12 Stunden, so nach dem Motto. Das ist die neue Generation, das ist so die Generation im 21. Ja, deswegen machen die auch so schnell Schluss. Ja. Weil die kennen sich ja gar nicht, die sind zusammen. Deswegen haben die 70 Beziehungen, weil du bist halt dann einen Monat zusammen, checkst, yo. Nach 3 Mal, wo wir uns getroffen haben, wo wir zusammen waren, passen wir nicht zusammen. Nicht. Also mein Tipp ist, zieht direkt zusammen und heiratet. Und wenn ihr euch entscheiden lasst, gibt's die Hälfte vom Real Estate. Genau. It's free Real Estate. Ich war wohl ihr Horror-Date, aber bewusst. Ich arbeite neben dem Studium in einem Technikladen und wir hatten in den vorherigen Wochen immer wieder eine Kundin, die diverses Zeug geklaut hat. Unsere Ladensicherheit ist leider nicht so aufmerksam und hat sie deswegen nie wieder erkannt, wenn sie zurückkam. Aber wir haben halt alle irgendwann die Kameraaufnahmen gesehen und wussten, wie sie aussieht. Ich swipe fröhlich auf Tinder rum, da fällt sie mir plötzlich auf. Die hat sehr markante Haare gehabt und ich war mir unsicher. Habe sie aber geliked und es kam ein bisschen später zum Match. Am nächsten Tag habe ich dann nochmal ihre Bilder mit den Kameraaufnahmen verglichen und das war wirklich sie. Wir haben geschrieben, ein paar Tage später kam es zum Date. Wir waren essen und ich habe behauptet, dass ich noch kurz in den Laden müsste, weil ich noch Batterien bräuchte. Ladensicherheit war alarmiert und beim Betreten des Ladens wurde sie dann aufgefordert, ihre Personalien darzulegen, weil sie mir einfach wegen Ladendiebstahl aufgefallen ist. Und Alter. So endete unser Date. Das ist mal eine Story. Der ist ja richtig Agent das gewesen. Das ist geil, du. 24 Stunden. Okay, voll Detective, Alter. Ja, Mann. Ja. Das ist Polizeiarbeit par excellence. Kann sich dir echt Polizist mal eine Scheibe von abschneiden. Echt so, Polizei. Gib mal auf Tinder. Da findet ihr alle. Bitte nicht. Und damit kommen wir. Weg kennengelernt und gedatet. Sie wollte mehr und wir sollten zu ihr gehen. Okay, sie zieht sich und mich aus, setzt sich auf mich und sagt, kostet aber 200 Euro. War ihr voller Ernst? What the fuck, hab den Bengel eingepackt und bin gegangen. Den Bengel. Ist 200 viel? Ja. Schon? Wenn du ein Date ausmachst. Aber 200 Euro. Hatte die voll Geld sagen wahrscheinlich, oder? Ja, wegen der Inflation zur Zeit. Das sind schwere Zeiten, da musst du schon was verlangen. Ja, ne? Also Leute, wenn ihr euch bei mir meldet, sind eure mit dem Code. Sind eure Energiekosten auch viel zu hoch, dann meldet euch jetzt bei Lensen und Partner an. Was würdet ihr verlangen für Sex?
Was ist das jetzt für eine Frage? Ich würde wahrscheinlich mir überlegen, so, ich verlange jetzt auch 200 Euro und wenn ich dann Sex bekomme, wäre ich so froh, dass ich mir denken würde, ah, fuck it. Okay, passt, tschüss. Viel zu wenig. Das war's mit Ach, Juden mir doch einen. Wir sind zurück, Leute. Und Carina ist auch zurück. Ist auch voll schön. Nur dich was traurig. Natürlich und Emma hast recht. Traurig. Emma ist wie so das Darkest Team. Leute. Wer hat mich vermisst? Ab in die Kommentare. Absolut, Leute. Jetzt kommen wieder alle Kommentare. Ohne Carina war lustiger.